Aldemar HD. Toll. Ah, es ist soweit. Wir spielen Satisfactory. Oh, das Spiel, auf das ich mich meiste Zeit gefreut habe, überhaupt. Attention, okay. Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Okay. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. Geil. That's it. Get to work and be effective. Ist das cool gemacht? Warning, meine Güte. Planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5. Oh oh. Festhalten, Leute, es geht los! Wir spielen Satisfactory! Wuhu! Endlich! Ich habe eine Beruhigungstablette genommen, weil sonst würde ich wahrscheinlich explodieren vor Freude und Aufregung. Ihr müsst mal mein Dauergrinsen sehen gerade. Es ist. Ah. Planetfall complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Musik ist vielleicht ein bisschen extrem laut. Alter, remember, noch. Efficiency first. Godspeed. Godspeed. Multitool. Der erste Schritt für die unwichtige Menschheit und der zweite Schritt für den besten Menschen der Welt. Ich. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive Planetfall. Congratulations. Ich bin der Erste, der den Planetfall überlebt hat. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Oh, ich konnte draufklicken, oder? This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Wir müssen scannen, aber ich will hier guck mal. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Wir sollen das okay. Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Okay. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note: according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Tap inventory, drag. Drag equipment to your hand slots. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Okay, wir sollen Eisen finden. Ja, Leute, Satisfactory ist quasi das Factorio in Ego-Perspektive. Ja, es hat mich so vom Sockel gehauen in den Trailern und ich habe gebettelt für einen Alpha-Key und jetzt haben alle einen Alpha-Key bekommen und wir können spielen. Okay, da oben haben wir 300 Meter, 275 Meter. Da gehen wir mal da hin. Alter, und das sah den Trailern. Oh, guck mal hier, ein kleiner Vogel. Hallo. Nein, ich hätte da nicht auf ihn. Ich hätte ihn nicht geschockt. Guck mal, die sehen alle aus. Boah, ich habe Blätter aufgehoben.
Mach's gut, kleiner Vogel. Hallo, Riesenschmetterling. Ich bin der Altmar und ab jetzt dein, Vertreter der Ausbeutungs GmbH und Co. KG. Genauso nennen wir sie. Alter, guck mal, wie cool das aussieht. Es läuft super flüssig. Es sieht toll aus. Planet Fall, also mit dem Droppod landen. Richtig geil. Okay, hier ist Eisen. Pick up Iron Ore. Ah! Oh oh. Oh, Alter! Ach, guck mal, den Schuppen verloren. Böse Tiere gibt's hier auch. Ach, Eisenohr. Eisenerz hacken. Ach, guck mal, jetzt haben wir, mehr Baumenüs. Build the hub. Note. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain, close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Der Hub. Okay. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Okay, Hub. Was ist denn der Hub? Hätten wir es da draufsetzen müssen oder ist das einfach irgendwas anderes? Congratulations. You have unlocked Hub feature manual craft bench. Hub feature, hub terminal. Fifth objective, hub upgrade, storage and power. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Cool. Okay. Unraveling Alpha, Unraveling Alpha. Waiting resources. Upgrade the hub by using the hub terminal. Using the hub terminal. Upgrade the hub. Craft parts at the craft bench. Die können wir nichts machen. Das ist ein bisschen craft bench. Zum Beispiel Iron Ingots. Das ist alles genauso wie bei SNS Factory. Das ist das Gute. Hier Eisenplatten. Ne? Iron Rod. Okay. Craft bench. Haben wir doch. Was soll man jetzt tun? Upgrade the hub by using the hub terminal. Upgrade the hut. Hub. Equipment workbench. Also das haben wir schon, ja? Wir brauchen... Ah, hier! 10 Dinge zu Rod. Warte mal, müssen wir kurz nochmal was holen. Also Eisenstangen. Gib mir das Eisen. Das ist toll. Bald brauchen wir eine Fabrik und dann extrahieren wir es mit Maschinen. Und irgendwann stehen hier große schwarze Schornsteine und die Welt verkommt. So, okay. Nein, halt! Luft holen. Iron Rod. So. Select my stone. 10 brauchen wir. 10. Entschuldigung. Brauchen noch ein bisschen. Machen wir hier, obwohl, wir lassen es lieber so. Ich wollte den Sound ein bisschen ändern. Ihr kennt mich. Wer mich kennt, ich bin immer so ein bisschen Sound, versessen. Okay, los geht's. Mann, ich hätte echt Beruhigungstabletten nehmen sollen. Ja, das Ganze ist Multiplayer-fähig, Koop, alles schon integriert, kann man schon machen. Werde ich bestimmt auch tun, aber es wird auch eine Singleplayer-Runde geben, so ist nicht. 10 Hubs. Used crafting one of those, Iron Rod. Ach, ich soll die da reintun. Personal configure personal storage box. Congratulations. Okay. You have unlocked hub feature biomass generator. Hub feature personal storage. Scanner feature copper. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Biomass. Ach so, Sixth objective.
Hub upgrade construction. Note: connect buildings to a generator for power. Note: buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Oh, das ist Tasse! Okay, hold C to switch that resource to scan for. Copper. Okay, dann holen wir jetzt erstmal Kupfer noch. Da haben wir vier. Das Kupfer. Meine Güte, die sind aber weit. Portable Miners. Okay, jetzt müssen wir kurz mal gucken. Also, Wire haben wir. Upgrade 2 zu Inventory Slots. Okay. Wir brauchen Blueprints. Also folgen wir jetzt erstmal der Mission. Also, Kupfer. 183? Okay. Da. Powerline. Okay. Build an equipment workshop where you can craft equipment with a portable miner. Equip portable miner and place it on the resource node. Wir gehen jetzt erstmal Kupfer holen. Aber ich wette, das brauchen wir wieder. Da oben ist schon wieder so ein Tier. Die bewachen die. Oh, sacre bleu. Wenn ich sehr umweltfeindlich klinge, liegt das nur daran, dass ich meine Rolle vertrete. Ich schütze gerne die Umwelt. Ja, aber das ist ja ein Spiel hier. Hör! Hör! Nicht, dass ich jetzt gleich sterbe. Ich habe jetzt eine hintere Arschschuppe verloren. Okay. So, dann holen wir erstmal ein bisschen Kupfer. Pure. Und das hier ist normal. Ah, da kriegen wir direkt mehr. Okay. Kupferhorn, den ganzen Tag. Wir bauen endlich in Satisfactory. Ich bin so glücklich. Das ist ja die Alpha. Und, der Early Access kommt am 19. März. Und ich werde dafür direkt eine neue Let's Play-Runde anfangen. Also, definitiv wird das Ganze zweimal oder mehrmals sogar gespielt. Ja, Satisfactory. Nichts anderes mehr wird es auf dem Kanal geben. Ich sollte nicht so overhypen, wir wissen ja, wie das endet. So, da geht's nach Hause. Das ist jetzt das Problem. Das ist jetzt das Problem. Das Hub müsste mein Zuhause sein, ja? Da ist es, guck mal. Es gibt hier Fließbänder, ja? Wenn ihr bei mir damals die Fallout-Let's Plays geguckt habt mit Manufacturing Extended, mit vielen Mods, ist das hier 100-mal besser. Hold C to switch resource. Oh, komm, hol noch ein bisschen. Hier ist noch Pure. Wir wollen ja direkt ein paar wichtige Sachen bauen hier. Ist ein toller Beat, ne? Oh nein! Guck mal, hätten wir nicht so oft hier farmen müssen. So, machen wir erstmal Eisen. Add to do list. Okay, so, dann machen wir Copper Ingots. Bald haben wir ja den automatisierten, das automatisierte System. Da müssen wir wahrscheinlich nicht mehr so viel selber machen. Na gut, haben wir jetzt mal 50. Machen wir mal Wire. Ein Cable. So. Build an Equipment Workshop. Where you can craft Equipment Workshop. Was ist das denn hier? Equipment Workshop. Das müsste aber dann hier schon sein. Ich müsste den Bauplan ja schon haben. Also Q. Equipment Workshop. Ist das ein Gebäude? Es ist, oder kann ich das hier draufsetzen? Nee. Es ist was. Okay, jetzt mal gucken. Es ist ein. Can't afford. Aha. Wir brauchen noch zwei davon und zwei davon. Und ein Smelter. Ah. Oh. Oh. So, Craft Bench, Equipment Workshop, das hier brauchte ich. Aber das will ich ja irgendwie hier so dran setzen, wenn das geht. Aha.
Oder will ich das hier hinsetzen? Woo! Guck mal hier! Build Equipment Workshop, where you can craft equipment. Equipment Portable Miner, okay. Portable Miner, okay. Bauen wir mal direkt zwei. Xenosepper, haben ja. Portable Miner Arme, Equipment. Build Smelter to Automate Processing of Ingots. Smelter. Okay, pass auf, dann könnten wir ja wahrscheinlich direkt schon hier, Dingels machen. Will ich die zusammenführen? Oder ja, wahrscheinlich, ne? Pass auf, machen wir den erstmal. Da kommt's rein. Gucken, wie sich das am Boden anpasst. Da bin ich gespannt. Okay, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir den Portable Miner mal hier draufsetzen. Also Inventar. Den müssen wir irgendwie in unsere Liste setzen. Ich denke mal, ich habe den ja in meinem Inventar. Wie komme ich denn nochmal im Inventar? Tab. Portable Miner. Auf 1 oder Slot Hand. Das ist jetzt die Frage. Kann ich den so setzen? Powerline, Craft Bench, Smelter. Nein! Das muss doch da stehen. Ah, es gibt bestimmt noch anders, aber. Oh, guck mal. Also er grippt für einen selber. Guck mal. Geil. Nein, ich will nicht pick-upen. Oh, Mann, ey. Ich hab noch zwei gebaut davon. Ah, hab ich auch. So, bau du erstmal. Also wir haben den Smelter. Aber wir haben noch keine große Dingelsbummels, ne? Pass auf, dann bauen wir noch einen auf dem Kupfer. Ups, hüps. Jetzt wird es langsam dunkel. Wir brauchen noch eine Taschenlampe. Das kommt bestimmt dann. Guck mal hinten. Die sehen irgendwie aus wie so Riesenblattläuse mit vier langen Beinchen. Da ist das Kupfer. Komm her, mein süßes Kupfer. Kann sein, dass das Spiel ein bisschen, wenn ich mich drehe, dass das Spiel ziemlich verschwommen wirkt. Da kann ich aber nichts dran ändern, weil in der Aufnahme sieht das toll aus. Und wenn es gerendert ist, auch. Aber wenn es auf YouTube hochlädt, macht YouTube damit gequirlte Scheiße. Deswegen, ich guck mal, mit hohen Frames kann man das eventuell stabilisieren. Da müssen wir mal gucken. Wir könnten mal Fousing anmachen, vielleicht hilft das. Manchmal ist das das Geheimmittel. Ist es an, mach mal Fousing aus, vielleicht hilft das ja. Der Lasing ist alles ganz hoch, wie ihr seht. Automatisch schon. Oh, das ist auch alles gut. Arachnophobia-Mode gibt's hier sogar. Language... Ah, das gibt's doch nicht. Im Ernst? Das gibt's in Deutsch? Im Ernst? Das ist ja krass. Aber es funktioniert nicht, ne? Language German. Headbobbing. Press E to pick up. So, okay, gehen wir zurück. Hup. Kann sein, dass das Spiel dafür neu laden muss. Warte, wir testen mal kurz. Safe Game. Beste Welt. Safe. Ich will nur wissen, ob das so ist. Ja, nicht, dass wir hier irgendwie... da müssen wir kurz mal ins Menü zurück. Wäre nur mal sicher gehen. Nee, ist, glaube ich, noch nicht implementiert. Kann sein, dass man da vielleicht neu starten muss, aber ich wollte es nur wissen. Hätte mich aber auch jetzt schwer gewundert. Kann sein, dass ja auch auf Deutsch da ist. Nach einem Neustart, kann schon sein. Wir sehen uns nächste Folge. Ah, welcome back, Aldemar HD. Guck mal, baut sich alles wieder auf. So, okay. Alter, ich bin jetzt labernd da hinten hingegangen, ohne das Ding da aufzubauen. Ich bin so blöd, ne? Ich weiß nicht, ich kann es nicht entschuldigen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Use biomass burner to power up supply. Okay. Hallo? Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Ah, Entschuldigung, hab mich verlaufen. Es tut mir sehr leid, ich gebe mir Mühe, mehr aufzupassen. So. Guck mal, wie sich da eingräbt dann. So, mach du das mal und dann gehen wir nochmal rüber. Ha! Ihr dürft nicht verdenken, ja? Das sind die ersten 20 Minuten, die ich in diesem Spiel verbringe. Also, falls ich irgendwas falsch mache, dann habt Rücksicht. Okay, dann brauchen wir jetzt noch den Biomassgenerator. Ich wette, wir sammeln einfach das Zeug hier ein und schmeißen das da rein, weil Biomasse halt... No Connection, vielleicht kann ich es einfach irgendwie... Ach, guck mal, da fallen die Blätter dann oben rein und jetzt sind sie zermatscht. Das ist ja geil. Konfigurieren. Ne, ist alles gut. Standby. Ist aus, an. Okay, das geht immerhin. Equip Bottle Miner and place it on a resource. Build smelter to automate produce ingots. Use... So, warte mal, jetzt müssen wir doch gucken. So? Ich glaube, das hat funktioniert, oder? Open Bottom. Aha, so. Pick up. Nein! Ich wollte halt. Egal. Configurate Smelter. So. Achso, man muss ihm sagen, was er machen soll. Er macht sich automatisch. Jetzt packen wir da Iron Ore rein, dann müssen wir, oder was auch immer. Jetzt haben wir alles gemacht. Build Equipment Workshop, where you can craft equipment like Portable Miner. Equip Portable Miner and place it on a resource node. Build, smelt and automated produce. Biomass Burner haben wir auch. Alles gecheckt. Impure. Unsauber, halt nicht so... Das ist auf jeden Fall keine tolle Quelle, die wir ja haben. Aber was soll's. Wahrscheinlich alles gleichzeitig laufen, also. Achso, Complete Hub Upgrade 2. Hör! So, dafür brauchen wir jetzt 50 Kabel, 6 Dingensbummens. Das sollte ja auch funktionieren. 50. So, wie viel fehlt noch? Es fehlen noch 10 Platten. Gehen wir jetzt zum Dingensmelter. Und holen uns mal... Output. Ja. Aber wie kriegen wir das da wieder raus? Ich meine... wahrscheinlich nur mit Fließbändern. Aber ich kann keine bauen. Noch nicht. Ich kann nur Pickup. Den wir dann ganz aufheben, dann habe ich alles. Hua! So, Bam. Bam. Iron Plate. Concrete Constructor. Vielleicht kriegen wir es jetzt danach. Oder wir können es schon bauen. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber ist jetzt egal. Wir haben es ja auch so geschafft. So. Blim. Blamo. Blablima. Wir haben eins zu wenig. Kann nicht sein. So nicht. Aber guck mal, er speichert das. Ist das gut? Woo! Oh, was ist das denn? Oh, ich kann da reingehen, nee.
Oh, ich dachte, wäre eine Tür. Ich bin ja beinahe am Ausrasten. Nein, ich kann da tatsächlich reingeguckt, Mann. You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Alter, guck mal, das ist noch gar nichts. Hub upgrade, conveyor belts. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Note, constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Okay, okay, jetzt müssen wir Fließbänder bauen. Leute, ja, tut mir leid, wir müssen hier aufhören. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei der Alpha oder Closed Alpha von, nee, was ist jetzt eigentlich schon? Nee, ist eine Closed Alpha, ne? Wieso? Ja, keine Ahnung. Bei der Alpha von Satisfactory. Und wie immer, bis dahin, haut rein, Leute.